Phoenix persönlich. Er ist Unternehmensberater, Buchautor, seit kurzem Mitglied in der CDU und trägt einen berühmten Namen, mit dem er lange gehadert hat. Ich freue mich sehr, Walter Kohl ist hier bei mir auf dem schönen Rolandsbogen bei Bonn. Herzlich willkommen zu Phoenix persönlich. Dankeschön, grüße Sie auch. Herr Kohl, wir bewegen uns durch das Coronavirus seit Wochen in einer Art Ausnahmezustand und allmählich hoffen wir ein ganz klein wenig auf eine ganz andere Art von Normalität, die zu uns zurückkommt. Wie sind Sie denn durch die letzten Wochen gekommen? Ja, das ging mir genauso oder unserer Familie, wie vielen anderen auch. Es war ein Auf und Ab. Wir haben auch einen Corona-Fall bei uns in der Familie gehabt. Mein Sohn hatte Corona, was natürlich für Eltern auch eine Herausforderung ist mit den praktischen Themen wie Quarantäne, aber auch der Sorge ums eigene Kind. Und auch ansonsten hat natürlich die ganze Situation unser bisheriges Leben auf den Kopf gestellt. Und ich glaube, da haben wir viel Verständnis für die Menschen, die das auch betrifft. Und wir stehen da auch ein Stück weit an der Zäsur. Nun gibt es ja eine heiße Debatte darum, wie mit den Lockerungen umgegangen wird und was der richtige Weg ist. Wie sind Sie persönlich denn mit den Lockerungen umgegangen? Haben Sie jeden Tag gesagt, jetzt heute darf ich das, jetzt darf ich das? Haben Sie sich informiert oder? Ja, natürlich. Wir haben uns jeden Tag neu informiert, aber wir haben ganz bewusst unser Leben nach dem Risikoprofil ausgerichtet, das auch in unserem Umfeld herrscht. Und ich habe eben auch einige Freunde, die mir gesagt haben, wir möchten keinen direkten Kontakt, weil ich habe eine Mutter von 86 oder einen Ehepartner, der schwer Asthma hat oder solche Themen. Das heißt, wir sind da sehr, sehr konservativ und lieber bin ich 2 Monate zu lange konservativ wie einen Tag zu wenig. Nun regt sich allerdings allmählich doch sehr viel Unmut auch auf der Straße. Es ist so, dass offenbar nach Umfragen 2/3 der Bevölkerung die Politik der Bundesregierung und der Länder, was die Corona-Maßnahmen anbetrifft, mittragen. Trotzdem erleben wir jetzt zunehmend an Wochenenden Demonstrationen von Menschen, die sagen, mir reicht's, die sich im Stich gelassen fühlen, zum Teil natürlich auch Verschwörungstheorien präsentieren. Wie empfinden Sie das? Ich glaube, da muss man sehr genau hinschauen, sehr genau differenzieren. Ich kann sehr viele Leute verstehen, die sagen, warum darf ich zum Beispiel mein Restaurant nicht aufmachen, aber gleichzeitig fährt die U-Bahn. Ich kann auch Menschen verstehen, die sagen, warum ist es in einem Bundesland so und in einem anderen Bundesland so? Warum ist auch dieses Hintasten, was wir zum Teil in der Politik erleben, zu meinen Lasten? Das kann ich verstehen. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass gewisse Leute sich profilieren mit völlig absurden Thesen, die auch international überhaupt nicht gedeckt werden. Wie Sie ja wissen, meine Frau ist Koreanerin. Korea ist ja das Vorbildland im Umgang mit der Corona-Pandemie. Und wenn man diese Thesen in Korea verbreiten würde, würden die Leute schall lachen. Und ich finde, wir sollten diese Aufgeregtheit und dieses hysterische Element weglassen. Und wir müssen uns natürlich aus der ganzen Situation heraustasten. Aber es kann nicht sein, dass das dann sozusagen zu einer politischen Bühne, insbesondere von Rechtsradikalen und Leuten, die unseren Staat kaputt machen wollen, missbraucht wird. Sie sagten ja gerade, Ihre Frau stammt aus Korea und Sie kennen sich gut aus in Korea. Die Koreaner haben ja kein Problem mit Maskenpflicht und was schon seit vielen Jahren. Hätten wir uns davor was abschauen sollen? Wir hätten uns eine Reihe von Dingen von den Koreanern abschauen können. Fangen wir mal an mit der Digitalisierung. Fangen wir an mit der Tatsache, dass in Korea eine Zivilgesellschaft existiert, die sich konstruktiv, Beispiel die Kerzenrevolution vor wenigen Jahren, über Social Media organisiert hat, die Millionen Menschen jeden Wochenende auf den Platz gebracht hat. Und jetzt eben auch die klare Erkenntnis, die Maske mag vielleicht nicht mich schützen, aber sie schützt dich. Und wenn jeder eine Maske hat, dann ist es natürlich auch eine positive Sache. Und wann hat es in Korea nicht funktioniert? Wenn Einzelne ausgebrochen sind, Beispiel diese Sekte aus dem Süden der Halbinsel. Und ich glaube, wir müssen als Deutsche auch akzeptieren, dass andere Kulturen Dinge vielleicht besser lösen wie wir und ein Stück weit auch hier von unserem hohen Ross runterkommen. Wie kann es dann passieren, dass verschiedene Virologen zu Beginn der Pandemie sich vollkommen uneinig waren über den Einsatz von Masken? Ich bin kein Virologe, ich möchte das auch nicht diskutieren. Ich betrachte Dinge sehr stark aus einer wirtschaftspolitischen Perspektive. Für mich ist eins wichtig, die gesunde Balance zwischen der notwendigen medizinischen Vorsicht, aber auch der Tatsache, dass wir den Kern unserer Gesellschaft, eben auch unsere wirtschaftspolitischen Grundfeste, nicht zu sehr erschüttern.
Sie sagten zu Recht, Sie sind kein Virologe, aber wirtschaftlich kennen Sie sich gut aus. Sie haben Volkswirtschaft studiert und Sie haben sich Gedanken gemacht darüber, wie das jetzt wohl weitergeht nach der Pandemie, sowohl wirtschaftlich als auch mit Europa. Lassen Sie uns mal mit der Wirtschaft anfangen. Die Börsen haben offenbar ein bisschen ihren Grund gefunden im Moment. Wir rechnen aber mit Geschäftszahlen in den nächsten Monaten, von denen wir in unseren schlimmsten Albträumen wahrscheinlich noch nichts gewusst hätten. Wie schätzen Sie das ein? Bevor wir auf die konkrete Situation, Stichwort Börse, eingehen, würde ich gerne eine grundsätzliche These darstellen. Ich persönlich, ich sage jetzt ganz bewusst, befürchte, und ich hoffe, dass ich mich irre, aber ich befürchte, dass wir nicht eine, sondern dass wir drei Corona-Krisen haben. Wir haben jetzt eine Pandemie, eine gesundheitliche Krise, die Gott sei Dank in Deutschland weitgehend unter Kontrolle gekommen ist. Darauf aufbauend in einer zweiten Stufe haben wir zunehmend eine Unternehmenskrise, die sich zu einer handfesten Wirtschaftskrise auswachsen kann, auswachsen wird, insbesondere in den nächsten 2 Monaten, wenn die Zahlungsziele, die wir zum Beispiel in der Autoindustrie haben, voll durchschlagen. Also wenn das, was im April nicht geliefert wurde, im Juni nicht bezahlt wird. Und dann befürchte ich noch eine dritte Stufe. Und diese dritte Stufe befürchte ich für das zweite Halbjahr, die zweite Hälfte des zweiten Halbjahres 2020. Und das ist eine Staatsfinanzen- und Eurokrise. Warum? Länder wie Italien und Spanien haben ungefähr ein Sechstel ihres Bruttosozialprodukts im Tourismus. Jetzt wissen wir, dass der Tourismus dieses Jahr, also Rimini, wird nicht überfüllt sein und andere Orte auch, nicht sein wird. Das heißt, allein das plus die Tatsache, dass die industriellen Zentren, also Barcelona, Madrid, Mailand, Turin, mit am härtesten getroffen wurden durch die Pandemie, bedeutet ja einen enormen wirtschaftlichen Einbruch. Das bedeutet, dass die Frage, ist Italien noch zahlungsfähig Ende des Jahres, ist es noch kreditfähig, eine ganz entscheidende Frage ist. Das bedeutet aber auch in der Konsequenz, dass wichtige Exportmärkte von uns nicht mehr funktionieren. Man konnte jetzt die Tage erfahren, dass es de facto keine Neuzulassungen von Fahrzeugen in Italien und Spanien im Monat April gab. Das heißt, selbst wenn wir in Deutschland ein Stück weit uns aus der Unternehmenskrise herausarbeiten, werden wir als Exportnation natürlich extrem gebeutelt sein, wenn die Exportmärkte, die Importeure unserer Waren, allen voran die USA, Spanien, Frankreich, Italien, diese Länder nicht weiterhin unsere Waren abnehmen. Das heißt, hier sehe ich eine dritte Krise auf uns zukommen und mir fehlt im Augenblick in der politischen, aber auch in der öffentlichen Diskussion hier der Blick für alle drei Krisen. Nun werden ja im Moment unglaubliche Summen an Geldern freigemacht, Summen, die man sich nicht mal vorstellen kann. Ja. Auch in Deutschland gibt es immer wieder neue Hilfspakete. Was meinen Sie denn? Wer sollte Unterstützung bekommen? Das ist eine wichtige Frage, dass wir das nicht einfach nach dem Gießkannenprinzip machen. Es wurde ja mal anfänglich von der deutschen Bundesregierung gesagt, dass man vor allen Dingen die stützt, die unverschuldet in der Krise sind und die wirklich von der Krise betroffen sind und die keine Altlasten mit hineinbringen. Und ja, habe ich zum Teil Zweifel, wenn ich das anschaue, was passiert ist. Also ThyssenKrupp, um mal ein Beispiel zu nennen, hat 1 Milliarde Hilfe bekommen, ist aber gleichzeitig in den letzten 5 Jahren an der Börse um 70-80% abgeschmiert. Und da ist schon die Frage, warum stützen wir ein solches Unternehmen mit 1 Milliarde? Warum investieren wir das Geld nicht zum Beispiel in Startups, in neue Technologien? Oder zweites Beispiel in der Autoindustrie, wenn ich den Volkswagen-Konzern anschaue, sein Verhalten im Rahmen des Dieselskandals gegenüber den deutschen Autobesitzern kann man höflich als sehr fragwürdig bezeichnen. Und jetzt ist der Volkswagen-Konzern einer der Hauptagenten, um zu sagen, wir brauchen eine Abwrackprämie. Die Abwrackprämie war nicht erfolgreich. Sie hat Marken wie Dacia und ähnliche nach vorne gebracht, also nicht deutsche Marken. Und jetzt wiederholen wir das gleiche Spiel und gleichzeitig sollen Boni und Dividenden ausgeschüttet werden. Also hier sehe ich auch ein Gerechtigkeitsgefühl verletzt. Aber lassen Sie mich da kurz einhaken zu Gerechtigkeitsgefühl. Wir reden trotzdem natürlich über Branchen oder Konzerne, wo Tausende von Arbeitsplätzen daran hängen, dass man sie jetzt am Leben erhält. Was ist denn mit denen? Das ist richtig, aber die Frage ist ja, muss ein ThyssenKrupp in der jetzigen Form weiter existieren? Kann man es vielleicht aufspalten? Kann man Teile verkaufen? Kann man auch die Situation mit der Krupp-Stiftung vielleicht ganz anders betrachten, also Traditionen auch mal gezielt über Bord werfen? Meiner Meinung nach hat Corona auch eine Riesenchance oder bietet uns eine Chance, nämlich die Chance, mal einen Schlussstrich unter alte Rituale zu ziehen, nämlich du warst groß, du hast eine Tradition und du wirst automatisch gestützt.
Und das sage ich als jemand, der ja mehrere Firmen gegründet hat, der weiß, wie es heißt, sich als Mittelständler durchzukämpfen, gerade auch in den Lieferketten großer Konzerne. Und da sehe ich schon eine Zweiklassengesellschaft. Sie haben ja 2018 Ihren Zulieferbetrieb verkauft. Ja. Das dürfte Ihnen in diesen Tagen eine gewisse Erleichterung verschafft haben, dass Sie das vor 2 Jahren schon gemacht haben. In der Tat, die jetzige Krise ist für alle Automobilzulieferer eine Herausforderung und für viele vielleicht auch eine unmenschliche Herausforderung. Und das ist für mich genau der Punkt. Wir dürfen nicht nur an die großen Unternehmen denken, sondern wir müssen auch die Lieferketten berücksichtigen. Und wir müssen berücksichtigen, dass Lieferketten nicht ausschließlich nach dem Preis funktionieren dürfen. Wir haben das in der Maskendiskussion gesehen, sondern wir müssen ein im wahrsten Sinne des Wortes gesundes, volkswirtschaftliches Biotop Deutschland haben. Und das ist ein zweiter Gedanke, der mich umtreibt. Wir leben heute in einer, ich nenne das jetzt mal, Pandemiesituation, volkswirtschaftlich gesehen, wo wir nur für den nächsten Tag arbeiten. Ich würde mir wünschen, dass wir als Land, auch als deutsche Politik, mal fragen, 2030, also 10 Jahre von heute, rückblickend betrachtet, was wäre denn richtig? Was müssten wir jetzt tun, um aus dieser Krise auch einen Aufbruch, eine Chance zu gestalten? Und da ist für mich im Vordergrund eine massive Investitionstätigkeit in den Technologiebereichen der Zukunft. Das ist KI, das ist Digitalisierung, das ist Biotech, das sind Material Sciences. Das ist aber auch eine Grundlagenforschung, die dann in neue Produkte münden kann. Und wir haben, das wissen wir schon seit vielen Jahren, Defizite im Bereich Startup. Es wird immer gesagt, warum haben wir kein europäisches, kein deutsches Google, kein deutsches Microsoft in der Form? Das ist doch jetzt die Herausforderung, das mal anzugehen. Sie sagen also, wir müssen diese digitalen und neuen Startups fördern. Gleichzeitig müssen selbstverständlich Arbeitsplätze gerettet werden, weil das ganze Land sonst total in die Grätsche geht. Wo soll denn so viel Geld überhaupt herkommen, wenn nicht über Steuererhöhungen? Ja, das ist auch wieder so ein Rezept einseitig von gestern. Ich habe ja in meinem Buch, das ich wenige Wochen vor der Corona-Krise veröffentlicht habe, welche Zukunft wollen wir, unter anderem vorgeschlagen, dass wir einen Deutschlandfonds gründen. Und dieser Deutschlandfonds wäre so eine Mischung aus dem israelischen, dem Singapur und dem norwegischen Modell. Und das Ziel ist, dass das Geld, was heute auf Sparkonten liegt, nichts produziert, eigentlich jedes Jahr weniger wird. Und dass das Geld, was ganz normale Menschen in ihren Kapitallebensversicherungen haben, gewandelt, eingezahlt werden kann in einen Fonds, zum Beispiel mit 3,5% staatlich garantierter Verzinsung, steuerfrei, aber ganz wichtig, privatwirtschaftlich gemanagt. Dann hätten wir ohne Probleme 1.000 Milliarden, vielleicht sogar 1.500 Milliarden von, ich nenne es jetzt mal volkswirtschaftlichem Eigenkapital, auch wenn der Begriff jetzt nicht ganz sauber ist, die uns zur Verfügung stehen, wo Menschen in unser Land, in unsere Zukunft, in Unternehmen, in Infrastruktur investieren können. Wir müssen keine neuen Schulden aufnehmen und diese Leute können auch noch was für ihre Altersvorsorge tun, denn sie haben ja jetzt endlich mal wieder ein bisschen was an Verzinsung, was ja über die letzten Jahre überhaupt nicht gegeben war. Und was nach Maßgabe heutigen Kenntnisse auch in den nächsten Jahren, gerade unter auch der Führung von Frau Lagarde in der EZB, nicht sein wird. Wenn ich mir das Konsumverhalten im Moment der Menschen anschaue, allerdings habe ich da gewisse Zweifel daran, ob die Leute so viel Vertrauen hätten in den Staat, dass sie ihr Geld dem Staat geben. Im Grunde genommen würden sie ja ihr Eigenkapital dem Staat zur Verfügung stellen. Nein, das ist ein Missverständnis. Nicht dem Staat, sondern einem Aufbaufonds Deutschland, der staatlich garantiert ist, also so wie früher die Sparkasse. Das ist der Punkt. Ja, das ist ein ganz großer Unterschied. Staatlich garantiert, aber trotzdem, es würde Vertrauen erfordern. Und ich habe im Moment nicht das Gefühl, wenn ich mir das Konsumverhalten anschaue, jeder geht zurück, keiner sagt, oh nein, ich warte. Können Sie sich wirklich vorstellen, dass zum Beispiel die Bürger in Deutschland so viel Geld gerne abgeben würden und darauf vertrauen würden, dass sie das verzinst zurückbekommen? Also erstens mal geben Sie das Geld nicht ab, sondern Sie investieren. Das ist für mich ein großer Unterschied. Und zweitens, haben Sie ja eine Wahl. Sie können nach wie vor auf Ihrem Konto bei der Bank, bei der Sparkasse 0% bekommen oder Sie können entscheiden und sagen, einen gewissen Anteil gebe ich in diese Projekte und das kann ja auch mit großer Transparenz passieren. Wir haben über Blockchain und andere Dinge Möglichkeiten zu völlig neuen Transparenzdimensionen, die auch wiederum Vertrauen schaffen. Und ich habe mal mich umgehört in meinem Umfeld. Sehr viele Leute würden sagen, klar, einen Teil würde ich daran investieren. Die Frage ist ja jetzt eine ganz andere. Sind wir bereit, mal jenseits des Tellerrands zu denken? Sind wir bereit, mal die klassischen Antworten, wir brauchen jetzt ein Konjunkturprogramm, wir brauchen noch mehr Schulden, der Staat muss die und die Stützung machen. Sind wir bereit, mal auch jenseits dieser Dimension zu denken? Das ist mein Impuls hier.
Dafür brauchen wir Politik, die ein Umdenken fördert. Sie sind vor einigen Wochen erst in die CDU eingetreten, eine Partei, mit der Sie eigentlich in der Vergangenheit nicht so allzu viel zu tun haben wollten. Warum jetzt ausgerechnet die CDU? Ja, da muss ich Sie leider korrigieren. Ich bin vor über einem Jahr in die CDU eingetreten. Dann haben Sie es vor ein paar Wochen öffentlich gemacht. Ich habe es, ja gut, das ist öffentlich, ich habe da nie groß drüber geredet. Nein, ich bin aus einem ganz einfachen Grund 2019 im April in die CDU eingetreten. Und zwar aus der Sorge heraus, dass wir als Bürger, und ich betrachte mich als Bürger, ich bin Vater, ich bin Stiefvater, ich bin Unternehmer, ich lebe in diesem Land, ich komme vom Rhein, wir sind ja hier genau am richtigen Ort dafür. Ich habe eine Wahl. Und die Wahl ist, engagiere ich mich, bin ich dabei oder schaue ich weg und hoffe, dass alles gut geht. Und wenn Sie das Vorwort meines Buches anschauen, da schreibe ich ja meine Motivation. Meine Motivation sind meine noch nicht geborenen Enkel. Ich bin jetzt Mitte 50, in 30 Jahren bin ich Mitte 80. Rein statistisch wird es dann irgendwelche Enkel geben und die werden mich anschauen und sagen, Opa, was hast du damals gemacht? Und was habe ich denn gemacht? Im Garten gesessen, Rasen gemäht, in Urlaub gefahren? Nein, ich finde, wir leben in einer Zeit, die multiple Umbrüche hat, politische Umbrüche, gesellschaftliche und vor allen Dingen auch technologische Umbrüche, Beispiel digitale Umbrüche, soziale Medien, die ja in alle Lebensbereiche hineinwirken. Und da ist es doch unsere Pflicht, uns zu engagieren. Und zwar Sie hätten aber auch in die SPD eintreten können beispielsweise. Sie fordern einen Mindestlohn von 13 Euro, das fordert ja nicht mal die SPD. Das ist richtig, aber ich bin in meinem Verständnis Schüler von Ludwig Erhard. Und ich bin mir ganz sicher, wenn Ludwig Erhard heute unter uns wäre, würde er dieser Linie, Argumentation, die ich zeichne, absolut Unterstützung geben. Und die Sozialdemokraten haben ja ihren Markenkern schon lange verloren. Also wenn es eine SPD à la Helmut Schmidt gäbe, hätte die SPD heute sicherlich eine völlig andere Diskussion und auch eine ganz andere Situation. Ich bin von meinem Wertekonzept her konservativ. Ich bin Reserveoffizier der Bundeswehr und ich fühle mich als Bürger dieses Landes. Die Tatsache, dass ich früher mit der CDU, wie Sie so schön gesagt haben, gefremdelt habe, heißt ja nicht, dass ich bei Neubetrachtung eine neue Meinung und auch neue Entscheidungen fällen kann. Und das ist ja genau das, was ich vorher auch gesagt habe in Bezug auf manche wirtschaftspolitische Themen. Manchmal im Leben muss man einfach auch sagen, es ist Zeit für neue Antworten. Und die Zuspitzung der wirtschaftspolitischen und auch der sicherheitspolitischen Situation in Europa seit der Finanzkrise 2009 hat mich eben dann dazu bewogen, letztes Jahr in die CDU einzutreten, ein Buch zu schreiben, an dem ich 9 Monate gearbeitet habe, in dem ich versucht habe, die Dinge für mich so zu klären, dass ich sie offen und öffentlich sagen kann und einen Aktionsplan mit 12 Punkten zu formulieren. Einen davon habe ich dargestellt, das ist dieser Zukunftsfonds. Sie schreiben in einigen Ihrer Bücher, wie sehr Sie sich gebrandmarkt gefühlt haben, Ihr Leben lang als der Sohn vom Kohl und berichten von einer sehr schwierigen Kinder- und Jugendzeit und auch noch als junger Mann davon, wie sehr Sie auch unter den Ämtern Ihres Vaters gelitten haben. Ist es dann nicht trotzdem jetzt ein seltsames Gefühl, CDU-Politiker zu sein? Also erstens mal bin ich kein CDU-Politiker, ich bin CDU-Mitglied. Ich habe auch nicht unter den Ämtern meines Vaters gelitten, sondern aus dem, was mit der Familie gemacht wurde. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ich denke da zum Beispiel an die Bedrohung des Terrorismus mit vielen 100 Morddrohungen und Isolation in einer Weise, die wir heute in Corona Gott sei Dank nicht haben. Ich denke an viele Urteile, Vorurteile und auch Instrumentalisierungen. Und ich habe ja selber in meinem ersten Buch von Opferland gesprochen. Und Opferland ist ja ein Land, in dem man hineingeht, ohne es manchmal auch zu merken, wo die anderen schuld sind. Und wenn Sie mein erstes Buch, die letzten 4 Zeilen sehen, dann steht ja drin, diesen Weg gehe ich. Und ich bin ganz konsequent den Weg gegangen, ich bin Walter, ich will ich sein. Und dazu gehört für mich, dass ich erstmal in meinem privaten Umfeld die Dinge so organisiert habe, dass ich das für richtig halte. Stichwort Unternehmer werden. Ich bin Coach, ich mache viele Vorträge. Ich habe eine ganz tolle Familie gefunden oder zusammen mit meiner Frau aufgebaut. Und jetzt bin ich eben in einer Situation, letztes Jahr, wo ich gesagt habe, die politische Situation ist so, dass ich mich entscheiden muss. Und dann habe ich eben diese zweite Entscheidung gefällt. Und für mich ist das ein ganz logischer Weg. Und die Tatsache, dass mein Vater lange Jahre, wenige Kilometer von hier in Bonn, die Republik regiert hat und auch in seiner ganz eigenen Art und Weise das getan hat, ist ja kein Hinderungsgrund für mich, Jahre später meinen eigenen Weg zu gehen.
Wäre es das aber nicht dennoch, wenn Sie sagen, Sie wollen die Dinge verändern, naheliegend, dass Sie auch nach einem Amt streben in der CDU? Streben Sie nach einem Amt? Ich strebe vor allen Dingen nach Lösungen. Ob das ein Amt sein wird oder nicht, kann ich nicht sagen, denn zu Ämtern wird man berufen. Meine Überlegung heute ist ganz einfach. Wir müssen uns fragen, ob wir fast schon in einer Reflexhaftigkeit mit den alten Antworten diese neuen multiplen Herausforderungen, die gleichzeitig auf uns einströmen, lösen. Und da ist meine Antwort nein. Wir brauchen einen Innovationsschub in Deutschland. Ich habe das vorhin schon dargestellt. Und wir brauchen auch einen Mentalitätswechsel. Wir können uns nicht mehr, auch allein schon aufgrund der demografischen Entwicklung, darauf verlassen, dass Vater Staat alles für uns regelt. Die 70er und 80er sind final vorbei. Wir stehen in einem globalen Wettbewerb, gerade in Asien, Indien, Korea, China als Beispiele, wo ich auch viel unterwegs war. Und wenn wir uns heute nicht wappnen, werden unsere Enkel das ausbaden müssen. Wir leben in der Infrastruktur heute ganz stark von den Leistungen unserer Vorgänger. Schauen Sie sich die deutschen Autobahnen an, schauen Sie sich unser Digitalnetz an, schauen Sie sich die Bundesbahn an. Also Entschuldigung, das ist nicht zukunftsfähig. Und das sind für mich die entscheidenden Herausforderungen. Und da möchte ich mit dran arbeiten. Und ein weiterer Aspekt ist Ökologie. Ich glaube, dass sich konservatives Denken und Ökologie wunderbar verbinden lassen. Deshalb habe ich ja auch ein Kapitel ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Und deshalb arbeite ich jetzt auch sehr aktiv mit Menschen zusammen, die versuchen, eine ökologische Bilanzierung zu entwickeln und umzusetzen. Das heißt, Schwarz-Grün in Berlin wäre für Sie eine schöne Vorstellung? Nein, das heißt, wir brauchen die besten Leute. Und wenn es einen guten Grünen, einen guten Roten, einen guten Schwarzen oder FDP-Menschen gibt, dann soll der Verantwortung bekommen. Das gehört für mich auch dazu, dass wir mal diese alte Farbenlehre überwinden und dieses Freund-Feind-Denken. Unser Problem ist nicht in den Parteien, die Teil der Demokratie sind. Unser Problem liegt an den Rändern, insbesondere an der AfD. Und wir erleben jetzt ja gerade durch die Diskussion in Brandenburg, wie radikal große Landesverbände schon der AfD sind. Und das in Kombination mit einer Wirtschaftskrise darf nicht zu einer Wiederauferstehung der Ende der 1920er führen. Und das ist für mich wichtig. Und die Frage, ob jemand aus der CDU, aus der SPD oder FDP kommt, ist für mich zweitrangig. Es geht darum, dass wir die Zukunft unseres Landes sichern. Gut, wenn es um Wahlergebnisse geht, ist es natürlich schon wichtig, wer in welcher Partei ist, weil sonst kann er ja sein Wahlergebnis nicht einfahren. Das ist richtig, aber wir sollten dieses Bonner Denken, ich sage das jetzt mal ganz bewusst, ein Stück weit reduzieren. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass wir ungefähr 10-15% oder wenn Sie Teile der Linken noch dazu rechnen, 20% Leute haben, die diesen Staat abschaffen wollen. Ich glaube nicht, dass das in der öffentlichen Diskussion genügend berücksichtigt wird. Was würden Sie vorschlagen? Ich würde vorschlagen, dass wir uns in einen Innovationskurs bewegen, dass wir zum Beispiel auch Institute gründen, die Fake News sofort entlarven, dass wir unser Strafrecht erweitern, dass wenn Leute Schindluder mit Persönlichkeitsrechten im Internet treiben, auch wirklich haftbar gemacht werden dafür. Dass wir aufstehen und sagen, diese neuen Entwicklungen müssen jetzt auch zu neuen Konsequenzen führen. Beispiel aus meinem Leben. Ich war bei Markus Lanz in der Sendung. Da hat irgendjemand, ich weiß nicht, wer es ist, irgendeine Kampagne gestartet. Ich würde Banken bedrohen und irgendwelche Kryptowährungsgeschichten machen. Ich kann mich nicht mal dagegen wehren. Die Polizei ist machtlos. Ich habe eine Anzeige erstattet. Gestern wurde mir auf der Polizei gesagt, ja, eigentlich können wir gar nichts tun. Warum? Weil wir in der Gesetzgebung in der Zeit vor der Digitalisierung sind. So, und wenn wir über Fake News, wenn wir über diese ganzen Verschwörungstheorien reden, dann müssen wir doch diese Leute zur Rechenschaft ziehen und ihnen keinen rechtsfreien Raum geben, so wie es jetzt ist. Das sind für mich die Herausforderungen. Und da wird Demokratie gesichert und nicht im Parteienstreit. Lassen Sie uns noch bitte auf einen anderen Teil Ihres beruflichen Wirkens kommen. Sie haben eben selber gesagt, Sie arbeiten als Coach. Ja. Sie sagen auch, Sie führen Menschen aus Lebenskrisen heraus oder Sie versuchen es zumindest. Ich unterstütze, Sie, ja. Genau, Sie unterstützen. Sie sind zugleich auch ehrenamtlich tätig in der Suizidprävention und haben berichtet, dass das vor allen Dingen zustande kam, dass es eigentlich ein Schritt für Sie selber war, um den Freitod Ihrer Mutter zu verarbeiten. Ja. Wie ist das verlaufen? Gut, der Suizid meiner Mutter im Juli 2001 ist natürlich eine traumatische Erfahrung gewesen, nicht nur für mich, sondern auch für alle Familienmitglieder, Freunde, zumal er ja auch medial gnadenlos ausgeschlachtet wurde. Und in der Zeit danach kommt ja jeder Mensch, den ich kenne zumindest, der in irgendeiner Weise einen Suizid eines nahestehenden Menschen erlebt hat, immer in diesen Teufelskreis,
habe ich alles richtig gemacht, was hätte ich anders tun können, hätte, hätte, hätte. Und das ist ein ganz furchtbares Ding. Und irgendwann kam ein Anruf vom Gesundheitsamt Frankfurt, ob ich mich für eine Podiumsdiskussion Suizid in der Familie zur Verfügung stelle. Komma, die Presse ist auch da, Fragezeichen. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Und ich habe gesagt, ich möchte Sie kennenlernen, also Sie, diese Gruppe, bin nach Frankfurt gefahren und nach wenigen Sekunden war mir klar, das ist die Antwort, die ich brauche und die es braucht. Nämlich raus, jetzt bin ich wieder bei dieser Opferland-Thematik, raus aus dem, wie gehe ich damit um, hin zu, was tue ich konkret. Und deshalb bin ich sehr froh, dass ich für Franz, also Frankfurter Netzwerk Suizidprävention, können Sie im Internet gucken, franz-hilft.de, jetzt mache ich mal Werbeblock für die, ja, dass wir Veranstaltungen machen, dass wir einfach zeigen, dass Suizid eine Sache ist, die aus dieser Peinlichkeitsecke raus muss, dass wir zeigen, dass man Suizidprävention konstruktiv betreiben kann, dass wir Angehörigen helfen, mit solchen Situationen fertig werden und dass wir auch ganz konkret Menschen unterstützen, eben doch noch die Ausfahrt zu bekommen. Und wenn ich solche Veranstaltungen mache, oft mit Hunderten von Zuschauern, dann habe ich auch ein Stück weit das Gefühl, ich mache das mit meiner Mutter. Verstehen Sie? Und da ist Frieden, weil ich kann sagen, Mama, das haben wir zusammen gemacht. Und was ist denn wichtiger als der Kampf fürs Leben? Was ist wichtiger als zu sagen, wir wollen konstruktiv nach vorne gehen? Und so hat auch Ihr Tod jetzt für mich eine ganz andere Bedeutung. Es gab auch bei Ihnen so etwas wie einen Turning Point. Auch Sie haben überlegt, nachdem Sie so verzweifelt waren nach dem Tod Ihrer Mutter, ob es für Sie noch sinnhaft ist, weiterzuleben. Mhm. Wo war dieser Punkt, wo Sie gesagt haben, und jetzt gehe ich mit Kraft wieder nach vorne? Diesen Punkt, den Sie so mit Fingern darstellen, den gibt es nicht. Es ist mehr wie so ein Tanker, der sich langsam dreht. Und Sie merken mit der Zeit immer stärker, wie die Drehung kommt. Und das Wichtigste für mich war, dass ich vom Warum weggekommen bin. Warum ist das passiert? Warum, warum? Zu einem Wofür. Wofür lebe ich? Wofür bin ich, der ich bin? Und ich habe damals für mich entschieden, ich lebe dafür, dass ich den Sinn in mir A definiere und B umsetze. Und mein wichtigstes Sinnpostulat ist, ich möchte ein Freund sein. Und zwar ein Freund für die Menschen, mit denen ich zusammen bin. Und zugleich auch jemand, der Teil der Lösung von komplexen Problemen ist. Und wenn Sie diese Grundlage, diese emotionale, vielleicht auch schon ein Stück weit spirituelle Grundlage einfach sehen und akzeptieren, ist alles, was ich danach getan habe, wir reden jetzt über das Jahr 2004, 2005, ist alles eine Konsequenz daraus. Und für mich war ein ganz großer Wendepunkt, dass ich drei Erkenntnisse hatte. Die erste Erkenntnis ist die Logotherapie, Viktor Frankl. Also sinnzentrierte Lebensführung. Das zweite, wie bei einem Dreieck, ist die Stoa, die stoische Philosophie, Epiktet, Seneca. Und das dritte ist die Wiederentdeckung meines Glaubens aus einer neuen inneren Perspektive, dass ich einfach auch meinen christlichen Glauben unter einer Perspektive von Dankbarkeit und Demut sehe. Und in diesem Dreieck bewege ich mich. Und meine Entscheidungen kommen aus diesem Dreieck. In diesem Dreier konnten Sie sich dann auch mit dem Nachnamen versöhnen, der Ihnen ja nicht immer nur Freude gemacht hat. Das ist die höfliche Formulierung, genau. Ich habe zwei Dinge anerkannt. Erstens, im wahrsten Sinne des Wortes, ich komme nicht aus meiner Haut heraus. Und ja, Sie lachen, aber das ist so lapidar. Haben Sie völlig recht. Das ist so lapidar, ne? Und das Zweite ist, wenn das so ist, wofür bin ich, der ich bin und was mache ich? Wie setze ich es um? Und ich habe ganz innen angefangen. Bei mir selbst, in meinem engsten, ich sag's mal, intimen Familienkreis, habe daraus eine unternehmerische Perspektive entwickelt. Aus der unternehmerischen Perspektive kam dann das erste Buch, was für viele Menschen eine völlige Überraschung war, weil das hat sich ja fast ein Jahr auf der Bestsellerliste gehalten. Es war keine Abrechnung, sondern das genaue Gegenteil. Es hat viel inspiriert und dann eben auch viele Menschen dazu gebracht, mir zu sagen, Herr Kohl oder Walter, wie hast du das gemacht? Und daraus kam ein zweites Buch, daraus kam dann dieser ganze Gedanke von Coaching, Umgang mit der einseitigen Versöhnung. Und so haben sich das sozusagen wie Ringe an einem Baum, hat sich das zunehmend entwickelt. Und jetzt sitze ich mit Ihnen hier, spreche über politische Themen. Hätte mir das jemand vor 15 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, um Gottes Willen, bloß nicht. Aber wissen Sie, das ist doch das Tolle am Leben, dass du die Freiheit hast, dich auch mal neu auszurichten. Um jetzt nochmal den
Bogen wieder zurückzuschlagen zur Corona-Situation, ich glaube, wir sollten uns diese Freiheit nehmen. Und wir sollten als Land einfach sagen, wir haben Defizite in verschiedenen Technologien. Wir haben Defizite zum Beispiel in einer ineffizienten Verwaltung. Wir haben Defizite im in der Weiterentwicklung von Europa. Und die müssen wir jetzt angehen. Und dann nehmen wir doch das Geld, was wir schon haben, Stichwort das Geld auf den Konten der Bürger, und bringen es in eine sinnvolle Investition hinein, anstatt dass wir ewig neue Schulden machen. Ich muss zum Abschluss noch zur spirituellen Ebene zurück, Herr Kohl. Sie schreiben auf Ihrer Seite, was wären die Menschen ohne einen Traum? Was ist denn heute der persönliche Traum von Walter Kohl? Och, ich habe viele Träume. Also einen Dann fangen wir mit dem Wichtigsten an. Der Wichtigste ist, dass die Menschen, die ich liebe, mit denen ich gerne zusammen bin, gesund sind und dass ich lange und glücklich mit ihnen zusammen sein darf. Dafür wünschen wir Ihnen alles Gute. Vielen Dank, Walter Kohl, für dieses schöne Gespräch. Dankeschön. Alles Gute für Sie. Danke.